Hallo YouTube und herzlich willkommen zum ersten Final Fantasy BFX für Sie hier auf meinem Kanal. Ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, dass sobald der Cloud Banner hier im Spiel enthalten sein wird, werde ich ziehen und dann werde ich das Ganze auch mal aufnehmen. Und ja, 20.000 Lapis haben wir, plus dazu 28 Karten. Die Talisbeschwörung erstmal gemacht und dann mal sehen, ob wir ihn ziehen können. Den, um den es mir unbedingt geht. Ich meine, mit ist ja einer der größten Helden der Final Fantasy Geschichte. Auch einer meiner persönlichen Hauptfavoriten allgemein in der Final Fantasy Welt. Auch allgemein, was die gesamte Charakterwelt, ob jetzt von Filmen, Serien oder Spielen ausgeht, gehört auf jeden Fall zu den Besten dazu in meiner Sicht. Und allgemein wurde er ja so hoch gehypt gesehen. Zu Recht auch. Mag. Es gibt auch genug, die ihn nicht mögen, aber ja, das hat dann auch wieder andere Gründe, warum das vielleicht so ist. Aber im Großen und Ganzen ist das echt ein Top-Charakter von seiner Art her, wie er drauf ist. Der Style, den er hat mit seinem riesen Panzerschwert und alles zusammen. Ja, das hat schon seins. Ja, wie wir bisher sehen können, haben wir nur blaue Kristalle bisher. Die Drei-Sterne-Kristalle sozusagen. Hier den ersten Konrad gezogen, der erste vom Banner. Seine TMR ist zwar nicht schlecht an sich, das 130-Schwert. Zwar zweihändig, aber es hat auch so seinen Nachteil mit einer gewissen TMR, die ich nutzen werde. Aber nun gut, können wir da nicht ändern. So, hier haben wir den ersten gelben. Und das ist dann der William, der erste William auf dem, den ersten William, den ich nun gezogen habe auf dem Banner. Der Rest ansonsten, ja, noch mal ein paar Mal Konrad, aber noch wie vor kein Rainbow in Sicht. Und ja, kann ich ihn ziehen? Die Chance an sich, einen Rainbow zu ziehen, ist eigentlich gut vorhanden, seitdem die 3% Rate dabei ist. Aber trotzdem, es sind ja 2 5 Sterne auf dem Banner vorhanden und genau das macht es eigentlich wieder so extrem schwer. Wäre jetzt nur einer, wäre jetzt nur eher auf diesem Banner als 5 Sterne oben, dann wäre das gar nicht mal, vielleicht nicht mal so das Problem, aber da es 2 sind, ja, da kann man schon mal 10 Rainbows ziehen und nicht den richtigen ziehen. Und ja, das kann allgemein immer passieren, aber jetzt erst recht, muss man mal so sagen, wie es ist. Ich mache das jetzt hier auch so, ich ziehe einfach ein paar Karten, dann ziehe ich wieder einen Elfer. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Man versucht ja die verschiedensten Arten irgendwie rumzuprobieren. Ich habe schon so viel probiert und gemacht und ja, am Ende ist es eh nur Glückssache. Wie glaube ich, dass sowas was beeinflussen kann, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wenn es anders ist, kann mir das gerne jemand sagen, aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe zwar schon viel probiert und das eine oder andere Mal mag es geklappt haben, dass man hat so und so gemacht, danach hat man die 4-Sterne-Karte genommen, da war es ein Rainbow. Hatte ich alles schon gehabt, aber ich glaube nicht, dass das gezielt jetzt von mir gemacht ist, dass es einfach so passiert und deshalb probiert man rum und es funktioniert halt dann doch immer mal wieder. Tja, wie man sehen kann, bisher noch kein Glück gehabt mit dem Rainbow. Schon einiges jetzt verzogen, 8 Karten, das ist glaube ich die, da ist die 9. Karte jetzt. Den ersten Elfer haben wir auch schon verzogen. Ja, wurde Zeit für ein Rainbow, muss man sagen, wie es ist. Und am besten dann natürlich gleich für Cloud. Ich meine, mir fehlen noch ein paar andere Sachen. Dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Non-Banner-Charakter um ist, der Dark Veritas fehlt mir nach wie vor noch. Für den hatte ich damals im Sommer, also letzten Sommer, so viel gepult und kam einfach nicht. Ging nicht, sollte nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr. Das waren bestimmt 100.000 Lapis, die ich da mal schnell verballert habe. Aber ja, das ist so, das war der erste Charakter von allen, für die ich bisher gezogen habe. Obwohl ich auch mal ein bisschen was gecached habe, muss ich ja mal sagen, es ist ohne Cachen geht's manchmal sowieso nicht. Oder was ist manchmal, kriegt man sowieso nicht alles, geht einfach nicht. Es war der erste Charakter, den ich nicht gezogen hatte in dem Spiel, den ich haben wollte. Also für den ich auch jetzt hier Geld investiert habe. Stimmt nicht. Sollte einfach nicht sein. Und wenn sich natürlich einige fragen, die jetzt das Spiel nicht kennen, warum gebe ich für sowas Geld aus? Und ja, da bin ich ja nicht der Einzige. Wenn man so ein riesen Final Fantasy-Fan ist, wie ich das bin, und wie es auch viele andere sind und das Spiel hat es wirklich, es ist nicht kein typisches Handyspiel, für alle, die das jetzt Spiel nicht kennen. Das Spiel kann man ebenso gut auf einer Konsole spielen. Ich meine mal, wenn ich an Final Fantasy 7, 8, 9 denke, damals auf PlayStation 1 Zeiten, das sah ganz genauso aus, grafikmäßig. Ich glaube, ist das hier sogar detaillierter und besser schon. Gut, sollte es auch sein. Aber jetzt von der Spielwelt, von dem Gesamten, was dieses Spiel bietet, als Handyspiel ist das echt Wahnsinn. Im Gegensatz zu, was man sonst so als Handyspiel vielleicht kennt. Deswegen, also für das Spiel ist es vollkommen okay. Ich meine, es gibt Konsolenspiele, da gibt man DLCs aus. Es gibt Konsolenspiele, wie halt wir Call of Duty spielen. Und dann wird einfach mal für die Waffenkisten, die in dem Spiel sind, oder für die, allgemein für die Kisten, wird einfach mal was reingehauen. Und das ist nichts anderes in meinen Augen. Nun sind die Preise ja vielleicht etwas üppig. Muss man ja mal so sagen, es ist. Die hauen ganz schön rein. Aber
Gut, den Preis muss man dann ertragen, wenn man es haben will, dann muss man es halt machen. Das ist jedem letztendlich selber überlassen, ob er es macht oder nicht. Und ja, ich mach's halt und ich mach's gerne. Und ich kenne genug andere, die es auch gerne machen, weil ihnen das Spiel Spaß macht, weil es fetzt. Der Nachteil in der Sache ist, wenn man das dann schon macht und man bekommt dann nicht, was man will, dann sorgt das natürlich schnell für Unmut und ja, man wird mal schnell etwas, man grübelt und man wird sauer und ja, am liebsten würde man das Spiel gar nicht mehr spielen. In dem Moment, ich hatte so einen Moment auch schon, letzten Sommer ging es mir so, ich hatte echt keinen Bock mehr auf das Spiel, da lief gar nichts mehr, ich habe weder gut gezogen, noch kam das in den nächsten Wochen, was ich haben wollte, also was endlich kommen sollte, so für Event hier von Final Fantasy 15, das mit nix sollte endlich kommen und ich musste warten, warten und warten und dann kam das übel spät, ich habe fast die Krise gekriegt. Aber gut, so war das halt. So, nach wie vor, wir haben hier noch kein Glück gehabt mit dem Rainbow. Nun wird es natürlich extra extrem, wird es jetzt mal Zeit, dass wir den mal ziehen. Und ja, wir haben zwei Elfer hinter uns, wir haben jetzt schon 18 Karten. Wenn ich von der Prozentrate jetzt ausgehe, ist das schon ganz schön hoch. Übrigens muss ich sagen, ist das hier nicht live kommentiert, sondern nachkommentiert. Und dem Video beigefügt, weil den Tag, wo ich früh wach geworden bin, da wollte ich gleich ziehen und da wollte ich gleich loslegen und da wollte ich nicht erst warten, bis ich dann mal so ein bisschen wach bin. Einfach aufgenommen und losgepult und los ging's. Und ja, es hat lange gedauert, ehe was kam. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt am Ende des Videos, aber jetzt gegen Ende, wenn ich diese Lapis hier und die Karten hier verhauen habe, wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber ich habe dann sogar nochmal ein bisschen was aufgeladen und noch ein bisschen weitergezogen. Deswegen ist das so ein bisschen, ist das Video zweigeteilt letztendlich. Das sieht man am Ende auch. Aber es gehört einfach alles in den Cloud Banner hinein. Ich sag, ich schneide alles zusammen und nehme das auf und dann passt das. Ja, die Frage ist natürlich, ziehe ich Cloud oder ziehe ich Cloud nicht? Was denkt ihr? Am jetzigen Moment des Videos. Ich kann sagen, dass ich in diesen nächsten, also von denen Lapis, was momentan vorhanden ist auf dem Konto noch und von den Karten ziehe ich auf jeden Fall einen Rainbow. Und ich habe gedacht, ja, das muss er ja nun sein. Das war so ziemlich am Ende und ich habe gedacht, dass, ja, ein Rainbow gezogen. Das ist mein letzter Pull sozusagen. Ja, ich sag's einfach schon mal. Das war mein letzter Over. Und ich habe gedacht, das komm, das muss er jetzt sein. Und ich habe aber absolut den Glauben gehabt, dass es diesmal funktioniert, dass es diesmal ist. Wie gesagt, mit dem Glück ist das immer so eine Sache bei dem Spiel. Es hat zwar schon mal funktioniert, ich weiß noch damals bei Tidos, beim FF10-Banner, da war mein erster Elfer, ich hatte alle drei vom FF10-Banner drauf, die drauf waren, hatte ich alle drin gehabt. Das hat man selten, das hat funktioniert. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon mal, wo ich damals unbedingt im Frühling unbedingt Noctis haben wollte, ja, da habe ich natürlich nicht das Glück gehabt. Da waren auch zwei 5-Sterne um und ich habe gezogen und gezogen und da kam ewig nicht. Es kam immer der andere 5-Sterne und ich hab da fast die Krise gekriegt. Aber ich habe am Ende Heichen gekriegt und dafür habe ich es gemacht, weil, wie gesagt, mein Nummer 1 Charakter von Final Fantasy und zum Thema Noctis komme ich später nochmal beim anderen Final Fantasy 15 Video, warum das nur mein Lieblingscharakter ist und was es damit allgemein auf sich hat, warum ich den nun hier haben musste und was ihn halt so besonders für mich macht und so weiter. Ja, nach wie vor, wie ich ja schon gesagt habe, nähern wir uns dem Ende an der ersten Lapis-Vorrat, sagen wir einfach mal zu, in den Kartenvorrat. Und ja, William habe ich nun schon ein paar Mal gezogen. Den Konrad habe ich auch schon oft genug gezogen. Ich habe ja sogar schon seine TMR davon. Naja, die Hälfte habe ich bestimmt schon davon gehabt. Ja, und jetzt geht's gleich los. Der finale Pull kommt gleich. Und ja, wird er es sein? Und natürlich ist er es. Und das hat mich natürlich, ich war natürlich, das war Wahnsinn, den Tag. Gerade an einem Tag, wo es eh schon in anderer Sachen nicht so allgemein lief, hat man gleich gar nicht daran geglaubt, dass man diesmal Glück haben wird und dass das alles funktioniert. Und da war man natürlich erstmal wieder richtig gehypt. Also das hat mir richtig geholfen für den Taco allgemein. Das hat mich sowas von gehypt, weil du hast einen Rainbow gezogen und dann ziehst du den du unbedingt haben willst. Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn und es hat funktioniert. Ich bin da sowas von happy drüber. Und ich habe schon einige in meiner Freundesliste, die haben Cloud mit 1600 Angriff, 1500, 1600, jedenfalls ist das momentan das Maximum, was geht. Der hat einen über den also monströsen Wert, das ist Wahnsinn. Das Beste, was ich vorher kannte, war irgendwas in den 1200 und ja, so muss es natürlich auch sein, der muss reinhauen. Hat zwar nur eine Waffe ausgerüstet, der Nachteil, greift er dadurch nur einmal an, statt zweimal pro Turn, aber das ist erstmal nicht so wild. So, jetzt noch die letzten X-Fist-Karten hier, die man noch bekommen hatte an dem Tag. War leider auch nichts dabei. Wir dachten, würden wir vielleicht hier nochmal ein Rainbow ziehen, einen zufälligen.
Wie gesagt, Dunkler Veritas fehlt mir. Orlando hätte ich gerne noch, den habe ich nicht. Den Zwiebelritter hätte ich noch gerne. Das sind so Charaktere, die mir noch so fehlen und die ich gerne noch hätte. Aber vielleicht werden die irgendwann nochmal kommen. Ich bin mal jetzt bei der 3% Weight. Wird auf jeden Fall das Glück irgendwann nochmal dabei sein, dass man den irgendwann sieht, weil jetzt sieht man wirklich öfter Rainbows. Man merkt es einfach, wenn man das jetzt hier noch nicht so aussah, aber es ist wirklich so. Und ja, nun geht's zum nächsten Nachvor, also nächsten Vorrat, den ich mir dann nochmal geholt hatte. Ich hatte dann auch die 5-Sterne-Exvis-Karte damit vorhanden und ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja einer von den Charakteren, die ich mir also nochmal gewünscht hätte. Allgemein, warum habe ich dann nochmal gezogen? Ich hatte einfach erstens Lust dazu. Zweitens war ich etwas, also betrübt davon, dass ich nur einen Rainbow gezogen habe. Ich habe zwar den gezogen, den ich wollte, Ziel war eigentlich erreicht und ich wollte eigentlich gar nicht nochmal auffüllen, aber ich habe es dann doch gemacht. Und ja, habe natürlich auch darauf gehofft, dass ich diese Elfriede ziehe, weil der ihre TMR haut sowas von rein, also die ist ja klar, sowas von optimal. Deswegen kommt er nämlich auf so einen massiven hohen Angriffswert und wenn man die natürlich zweimal hat, dann ist natürlich noch besser, aber einmal reicht schon. Problem ist natürlich erstmal nur wieder diese TMR voll zu kriegen, das dauert natürlich wieder ewig. Wenn man gerade die Mobis hat, ich habe sie leider nicht und erstmal Claude seine TMR voll machen und dann schauen wir weiter, wie wir den Rest machen. Ja, welcher Rainbow wird es jetzt sein? Ich habe mir nun gerade das Ticket gezogen und da ist er. Es ist natürlich jemand, den ich schon habe. Gut, den kann man nicht genug haben, weil wenn wir dann daran nachdenken, dass Japan ist ja viel weiter und in Japan gibt es dann halt diese 7-Sterne-Charaktere schon. Das heißt, man braucht ja immer den gleichen. Dafür ist es jetzt gut und Tidus ist einer der ersten, die auf 7 Sterne kommen und das ist natürlich dann ordentlich. So, alles Lapis wollte ich eigentlich auch nicht verhämmern. Ich wollte eigentlich erstmal war so gedacht, naja, wenn du jetzt im ersten oder im zweiten einen Rainbow ziehst, dann ist gut, dann ist okay. So war es natürlich leider wieder mal nicht. Wir haben auch hier wieder kein Rainbow dabei und ich dachte, das kann doch echt nicht sein. Ich habe ja auch diese ganzen Karten aus dem Event schon verhämmert. Die sind jetzt hier nicht mit aufgenommen in dem Video, aber da habe ich schon gedacht, wo sind die 3%? Ich meine, wo ich bei Gladio vor ein paar Wochen gezogen hatte, da habe ich 9 Rainbows gezogen innerhalb von Karten und von Lapis-Vorrat. Und das war richtig gut. Und wenn ich das hier mit dem jetzt vergleiche, da habe ich schon gedacht, oh, was ist jetzt hier los? Haben sie wieder sie auf 1% runter oder was? Aber ja, wir sehen gleich nochmal Rainbows herunterkommen. Den einen sehen wir nur leider. Ich habe den letzten jetzt gemacht. Und dann habe ich später gedacht, den habe ich leider nicht aufgenommen, den letzten Pull, den ich dann gemacht habe. Aber die sieht man danach, was ich dann gezogen habe. Hier ziehe ich auf jeden Fall jetzt jemanden, den ich auch noch nicht habe. Den Banner habe ich voll übersprungen, weil er hat mich nicht so interessiert. Weil genau sowas eben passiert, man zieht sie eben jetzt und man muss nicht darauf pullen. Sowas passiert auch, wenn das nämlich Banner sind, die ja nicht so jucken, dann ist das nämlich genau richtig. So, wie man jetzt hier sehen kann, habe ich die Elfriede doch gezogen. Das war dann in dem letzten Elfer, den ich jetzt nicht habe aufgenommen, den ich einfach nochmal so gemacht habe. Und damit habe ich diese TMR auch. Muss ich mir das mal vorher machen. Und bin ich eigentlich ganz zufrieden. Jetzt mit der Ausbeute. Jetzt habe ich 4 Rainbows mit der Menge. Wenn ja diese 5-Sterne-Karte mit dabei war. Aber im Großen und Ganzen ist das okay. Und ja, nun haben wir, denke ich mal, für das Event genug Bonus, um das Material zusammen zu bekommen. Und 2x100%, 2x50%. Noc, das sieht man natürlich gleich im Team, ist bei mir normal, der muss da rein, das hat seine Gründe. Ich werde es eines Tages ansprechen im anderen Video und macht's gut und bis zum nächsten Video dann.